beiden Spiele, die nur ist mit Melanie und Angelo und Meadow. Schön, dass ihr heute reinschaut. Das Spiel ist von Clemens Kalicki, ist hier in Deutschland bei Asmodee erschienen, ist für 1 bis 4 Spieler und ab 10 Jahren. Ja, und in Meadow, wie soll es anders sein, werden wir durch die schöne Natur streifen. Wir werden natürlich verschiedene Tiere und Pflanzen sehen, beobachten. Wir werden natürlich auch verschiedene Landschaften in unserem eigenen Bereich pflanzen. Wir werden Fundstücke sammeln und so versuchen natürlich die meisten Siegpunkte für uns zu ergattern. Wie das jetzt genau funktioniert, erkläre ich euch in einem Regelüberblick und dann sehen wir uns zu einem Fazit wieder. Ihr seht hier nun das Setup für eine Zwei-Spieler-Partie. Bei dem Setup müsst ihr ein bisschen schauen. Es gibt verschiedene, denn das Board ist entweder für 2, 3 oder 4 Personen oder vielmehr auch fürs Solo-Spiel bestimmt. Je nachdem, mit wie vielen Personen ihr spielt, müsst ihr hier diesen Lagerplan auslegen. Dabei müsst ihr hier drauf achten. Dann kommt der Wanderer noch auf den ersten Stein. Er gibt auch an, wie viele Runden ihr spielt, denn das ist je nachdem verschieden. Außerdem werden hier noch zusätzlich entsprechende Spielerspots gesperrt. Dann mischt ihr außerdem noch die Zielplättchen, verdeckt und legt je nachdem, wie viele freie Plättchen ihr hier habt, diese Ziele darauf. Diese könnt ihr im Spiel beanspruchen, um zusätzliche Punkte zu machen. Außerdem haben wir noch einen Wanderplan, den legen wir natürlich aus und füllen diese mit den Karten entsprechend, wie hier unten die Pfeile angegeben sind. Wir haben zuerst natürlich die Westen, die Süden und die Ostenkarten. Die Nordenkarten bleiben vorerst mal weg. Diese kommen erst später ins Spiel und zwar sobald der Wanderer diese Sanduhr hier überquert. Gibt jedem Spieler außerdem noch ein Set von Wanderblättchen. Hier müsst ihr auch dabei drauf achten, mit wie vielen Personen ihr spielt. Diese werden entsprechend angepasst. Außerdem bekommt natürlich jeder Spieler noch seine passende Bonusblättchen in seiner Farbe. Diese legt er bereit. Diese braucht er nachher im Spiel, um hier eben Bonuspunkte zu beanspruchen. Dann bekommt jeder noch ein Wegblättchen, das es sich bereitlegt. Jetzt bekommt natürlich jeder noch so eine schicke Startbodenkarte von euch. Und da dürft ihr euch entscheiden, nachdem ihr Karten bekommen habt, mit welcher Seite ihr starten möchtet. Es gibt einmal die Waldseite oder eben die Wiese. Aber das entscheidet ihr später. Jetzt müsst ihr natürlich noch einen Startspieler bestimmen. Und das sagt wirklich die Regel, der, wo zuletzt von einer Biene gestochen wurde, wird Startspieler. Und der hat Anschlag Pech, denn das war ich. Deswegen bekomme ich den Startspielermarker. Jetzt gibt es noch für jeden Karten und dann kann das Spiel auch schon losgehen. Wie schon gesagt, bin ich Startspieler. Deswegen darf natürlich der Spieler, der rechts vom Startspieler sitzt, als erstes Karten aussuchen. Und zwar ist es ja natürlich jetzt Angelo, weil wir nur zu zweit spielen. Und er sucht sich einfach eine komplette Reihe von Karten hier vom Wanderplan aus und nimmt sich dann noch eine Nordkarte versteckt auf die Hand. Und so machen wir das. Angelo sucht sich jetzt einfach mal diese Reihe, die Nordkarte dazu. Jetzt wird noch sofort wieder der Spielplan entsprechend den Pfeilen aufgefüllt. Und dann darf ich mir noch entsprechend Karten aussuchen. Ich habe mir jetzt auch meine 5 Stadtkarten genommen und ich werde mich entscheiden, nicht für die Wiese, sondern für den Wald. Das heißt, ich lege jetzt meine Stadtbodenkarte entsprechend mit dem Wald nach oben in meine Auslage. Im Spiel zu zweit spielen wir jetzt über genau 6 Runden, a 5 Aktionen, die wir haben. Und dann steht hoffentlich ein Gewinner fest, und zwar der, wo die schönste Umgebung kreiert hat. Dabei setzen wir hier unsere Wanderplättchen ein, entweder auf dem Wanderplan, um uns entsprechend neue Karten zu holen und diese auszuspielen, oder auf dem Lageplan. Da haben wir natürlich den Pfeil auch unterteilt in 2 verschiedene Aktionen, um hier entsprechende Aktionen auszuführen. Aber am Lagerplan dürfen wir keine Karten ausspielen, aber wir dürfen Ziele für uns beanspruchen. Wie schon gesagt, haben wir jetzt natürlich 5 Aktionen, die zeigen auch unsere Pfeile an. Und wir können die Pfeile einfach einlocken, entweder hier am Wanderplan, um uns Karten zu holen. Das wäre der obere Bereich. Und diese Zahl sagt entsprechend immer an, welche Karte ich mir nehmen darf. Würde ich aber diese Karte an den Lagerplan andocken, habe ich entsprechend diese untere Aktionen und das sind wieder andere Aktionen, die ich machen kann. Ich darf aber dabei natürlich keine Karte ausspielen.
Immer wenn ich den Lagerplan nutze, darf ich auch noch diese Ziele hier erfüllen. Das heißt, ich muss nachher entsprechend in meiner Auslage diese Symbole sichtbar haben und darf dann einen meiner Marker hier hinlegen. Natürlich müssen wir mit dem kleinsten Wert starten, das heißt 2, und ich kann bis zu 4 oder 3 Marker legen und das höchste wären dann 4 Punkte. Wenn das hier am Lagerfeuer natürlich belegt ist, ist es belegt. Das heißt, wer zuerst kommt, sieht zuerst und punktet zuerst. Als erstes möchte ich euch die Aktion mit dem Wanderplan zeigen und dazu suche ich mir jetzt einfach mein Wanderblättchen raus, um eine Karte für mich zu beanspruchen. Ich entscheide mich jetzt für den Wanderpfeil Nummer 2 und suche mir dann entsprechend eine Karte vom Wanderplan raus. Ich muss dazu natürlich den Pfeil in eine freie Einkerbung hier reinsetzen und dann entsprechend die Karte nehmen. Ich sage jetzt einfach, ich möchte gerne dieses kleine süße Tier haben, nimm dieses auf die Hand. Es wird sofort noch hier aufgefüllt, der Plan. Und dann darf ich noch als nächste Aktion eine Karte von meiner Hand ausspielen. Da ich jetzt diese Karte genommen habe, werde ich auch diese als erstes ausspielen. Jeder hat seinen eigenen persönlichen Spielbereich und der ist in 2 Sparten unterteilt. Einmal haben wir hier oben die Umgebung und hier unten wird sich unser Naturgebiet aufbauen. In unser Naturgebiet dürfen wir natürlich nur Bodenkarten und Beobachtungskarten spielen. Diese unterscheiden sich auch ein bisschen. Hier unten bei den Bodenkarten haben wir immer den Untergrund angezeigt und was es uns für ein Boni bringt. Und die Beobachtungskarten haben im unteren Bereich immer Punkte angezeigt und welche Bonus er bringt. Aber es hat natürlich immer noch eine Voraussetzung, die wir hier brauchen. Dann haben wir ja hier noch unsere Umgebung und da können wir entsprechend halt Landschafts- und Fundkarten spielen. Und ihr seht schon, die einen haben ein Querformat, die anderen Karten haben ein Hochformat. So kann man es auch ganz gut unterscheiden, welche Karten wohin gespielt werden. Natürlich müssen wir erstmal eine Landschaft hier hinspielen. Hier haben wir auch manchmal gewisse Grundvoraussetzungen. Außerdem brauchen wir noch einen entsprechenden Weg. Der wird dann auch umgedreht, sobald wir hier eine Landschaft liegen haben. Und diese Landschaft können wir dann immer noch Fundstücke hinzufügen. Die bringen uns auch Punkte. Manche haben aber auch hier wieder entsprechende Voraussetzungen. Nachdem ich mir jetzt eine Karte vom Wanderplan genommen habe, spiele ich jetzt auch natürlich noch eine Karte aus. Und zwar entscheide ich mich für diese Karte und diese Karte fordert einen Käfer. Diesen Käfer habe ich natürlich mit meiner Startkarte. Er vernascht diesen und jetzt lege ich diese Karte einfach hier drauf. Nun seht ihr, ist mein Käfer natürlich verschwunden. Dafür habe ich eine Tatze, einen Siegpunkt, aber die Grundausrüstung, also der Wald, bleibt mir bestehen. Das heißt, ich kann weiterhin Karten spielen, wo entsprechend solche Symbole möchten, nur der Käfer ist verschwunden. Natürlich dürft ihr solche Karten nur spielen, wenn ihr auch entsprechend Bodenkarten habt, denn diese dürfen niemals alleine platziert werden, sie müssen immer auf eine Bodenkarte gelegt werden. Dabei ist zu beachten, dass ihr maximal 10 Bodenkarten in eurem Naturgebiet haben dürft. Manche Karten haben auch 2 Voraussetzungen, so wie dieser Vogel etwa. Er möchte natürlich ein kleines Zuhause und noch ein paar Insekten haben. Da dürft ihr euch dann entscheiden, auf welche Karte ihr legt. Also auf die Grundvoraussetzung Käfer oder Haus. Sobald ich meinen Zug jetzt beendet habe, ist natürlich der nächste Spieler in Uhrzeigersinn dran. Das bedeutet, Angelo wäre jetzt an der Reihe. Genau, und ich schnappe mir einfach mein Wanderplättchen, lege es hier hin. Suche mir jetzt die dritte Karte von hier aus, nehme sie auf die Hand, es kommt eine neue ins Spiel und ich entscheide mich hier eine weitere Bodenkarte auszuspielen. Ich glaube, ihr seht es nicht, doch so ein bisschen seht ihr es noch und Melli ist wieder am Zug. Statt jetzt eine Aktion am Wanderplan zu machen, möchte ich hier auf diesen Lagerplan zugreifen. Dazu suche ich mir natürlich wieder ein Wanderblättchen aus, füge es ein. Hier in eine freie Lücke, ihr seht schon, zu zweit sind nur 3 Lücken frei. Sprich, wenn die Lücken besetzt sind, könnt ihr leider auch hier nicht mehr viel am Wanderplan machen. Diese Aktion erlaubt mir jetzt einfach, 2 Karten sofort auszuspielen und ich spiele als erstes einen neuen Untergrund aus. Ihr seht schon, jetzt wird es schon felsig und ich hätte hier einen lecker Wurm. Den Wurm brauche ich aber nicht, sondern ich möchte darauf jetzt noch ein Häuschen bauen. Weil ihr seht wieder, der Untergrund passt und das Häuschen passt wieder auf den schönen Untergrund. Sobald ich an den Lagerplan gehe, darf ich auch noch Ziele für mich oder für mir ein Ziel für mich beanspruchen. Dazu müsst ihr einfach schauen,
Habt ihr diese Symbole jetzt momentan in eurer Umgebung ausliegen, in eurem Naturgebiet, dann dürft ihr hier eins dieser Ziele beanspruchen für euch. Wir sagen jetzt einfach mal, statt diesem Zaun wäre es ein Häuschen, dann nehme ich einfach meinen niedrigsten freien Marker und lege ihn hier dazwischen. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Tatze und wie schon gesagt, das wäre das Häuschen. Habe ich also beides jetzt hier in meiner Auslage und bekomme am Spielende noch 2 Punkte. Sobald mal hier ein Spieler liegt an diesen Baumstumpfen, ist es natürlich vorbei und die anderen müssen nach anderen Zielen schauen. Sobald wir alle 5 Wanderblättchen eingesetzt haben, ist auch schon die erste Runde durch und wir müssen den Wanderer 1 weiter bewegen. Das heißt, er geht hier auf den nächsten freien Stein und der Startspieler wechselt natürlich den Besitzer. Ab sofort ist Anschluss den Startspieler und wir spielen jetzt die Runden so wie alle anderen auch. Nach der dritten Runde gibt es noch eine kleine Besonderheit und zwar wird jetzt unser Wanderer hier auf diese Sanduhr kommen. Hier macht er eine kurze Pause und wir tauschen schnell die Karten aus. Das heißt, die ganze Kartenauslage wird resettet. Die Südenkarten kommen komplett aus dem Spiel. Das heißt, wir nehmen diese Karten einfach hier vom Board, auch wenn es jetzt mal kurz so ganz schneller Wechsel, zack, diese Karten sind jetzt raus. Statt dem Süden haben wir jetzt den Norden. Ihr werdet jetzt hier einfach wieder Karten wie gewohnt auf den Plan bringen und ihr spielt jetzt wieder 3 weitere Runden. Nach der 6. Runde, also dann, wenn alle Spieler ihre 5 Blättchen eingesetzt haben, kommen wir zum großen Finale und es werden die Punkte gezählt. Dazu schaut ihr einfach in eure Auslage und zählt einfach die Punktewerte in eurer kompletten Auslage zusammen. Vergesst dabei natürlich eure Ziele nicht. Der mit den meisten Punkten hat natürlich eine wunderschöne Landschaft kreiert, natürlich auch die anderen, aber er war am erfolgreichsten und gewinnt diese Partie Meadow. Wie uns das Ganze jetzt gefallen hat, erzählen wir euch jetzt in einem Fazit. Ja, ich glaube, bei uns allen war es gleich, denn das Erste, was wir gesehen haben, ganz klar, war die Verpackung von Meadow und dieses wirklich wunderschöne Artwork. Und da wollen wir auch gleich drauf eingehen, denn Meadow ist einfach ein wunderschönes Spiel geworden. Sowohl das Spielmaterial als auch die Zeichnungen auf den Karten finde ich sowas von gelungen. Sie sind total thematisch. Auch diese Bedingungen, welches Tier, welche Voraussetzung braucht, ist eigentlich so gemacht, dass man sagt, eben der Vogel möchte einen Käfer essen, die Schlange möchte vielleicht ein anderes Tier haben oder den Wohnort, den Lebensraum. Das finde ich total cool umgesetzt und auch diese Grafiken, die sind super schön und sie erinnern mich immer so ein bisschen an so ein Kinderlernbuch. Das ist gar nicht negativ gemeint, aber ich finde, jedes Mal, wenn ich mir so diese Bilder angucke, zum Beispiel hier von diesem kleinen, ich glaube, es ist ein Eichhörnchen oder ein Streifenhörnchen, ein Backenhörnchen. Ja, eher sowas. Der ist überrascht worden beim Essen. Da muss ich einfach an so ein Kinderbuch denken, wie man das so aufgeblättert hat und als Kind dann diese Tiere gesehen hat mit dem Lebensraum. Und das finde ich, dieses Flair von diesem im Reich der Natur, wie der Untertitel bei Meadow ist, das fängt das Spiel wunderbar ein. Ja, es ist wirklich eine Augenweide. Auch das Material, muss ich sagen, ist richtig schön gemacht. Wir haben gute, schöne, dicke Karten. Wir haben diese richtig tollen, ich glaube, es sind Rucksäcke und die gefallen mir wirklich. Ich muss sagen, zum Zusammenbauen war es eine kleine Herausforderung. Aber ich muss sagen, es ist richtig toll gemacht, dass hier einfach diese Karten reinkommen. Man hat es auch sehr schnell aufgebaut, weil die komplett so in die Verpackung reinpacken. Wir haben klasse Inlay. Wir haben auch so wirklich schöne, üppige Sachen dabei. Wir haben den tollen Wanderer hier aus Holz. Dieser ist sogar bedruckt, nicht nur ein Holzmarker, sondern sogar geprintet und gedruckt. Und ihr seht schon, es ist richtig schön ausgestattet und toll kreiert und gemacht und getan. Ich finde es auch richtig schön. Muss ich kurz mal hier aus dem Bild greifen, haben wir noch gar nicht gesagt. Hier gibt es nämlich ein Kartenverzeichnis und für jeden, wo jetzt nicht weiß, was ein Vogel ist oder keine Ahnung was, der kann hier wirklich jede Karte nochmal nachlesen und kriegt noch mehr Infos dazu. Und ich mag ja sowieso die Natur, die Umgebung, auch wenn sie mich nicht so unbedingt mag mit meinen Allergien. Aber ich liebe es einfach auch Vögelchen zu beobachten und mancher schaut mich komisch an, wenn ich sage, ach guck mal, das ist ja ein Hausrotschwanz, ne? Und alle so, das stimmt mit dir nicht. Ja, so ist Melli. Die guckt ja immer gerne Vögel und ich denke mir, mein Gott, ich trinke hier meinen Kaffee und schaue mir vielleicht ein paar schicke Autos an. Nein, keine Ahnung.
Zur Spielmechanik. Es ist ja eigentlich so eine Art Set-Collection, die ihr hier macht. Und ihr wollt natürlich Punkte sammeln über Karten, deren Voraussetzungen ihr erfüllen müsst. Das heißt, ihr werdet im Spielverlauf nach und nach versuchen, euch zuerst ein schönes Fundament, also mit diesen Untergrundkarten aufzubauen. Darauf werdet ihr Tierkarten oder andere Karten ausspielen. Die erlauben euch dann natürlich wieder Karten darauf zu spielen mit höheren Punkten. Die Krux in der Sache ist natürlich, wenn ihr eine neue Karte drauf spielt, verliert ihr eine Voraussetzung. Das heißt, ihr müsst die ganze Zeit eure Hand so managen, dass ihr eben nicht einen Pilz dreimal auf der Hand habt und dann einen Pilz überdeckt, dann sind diese zwei Karten nutzlos. Ihr müsst da also schon so ein bisschen taktisch vorgehen, welche Karten sammle ich, was möchte ich ausspielen, was sind gute Voraussetzungen für meine Engine, die dann hier liegt. Und das finde ich, das macht Meadow auch wirklich gut. Ja, ich habe nicht in den Regeln oder in dem Überblick erzählt, dass man auch zwei Handkarten abwerfen darf, um ein Symbol zu ersetzen. Aber ich finde, es ist wirklich eine harte Aktion. Man muss echt gut managen, welche Karten habe ich, was nutzt mir. Und da dann zwei Karten abzuwerfen, um ein Symbol zu ersetzen, kann schon mal hart sein. Aber man muss wirklich auch schauen, dass er seine Umgebung sehr abwechslungsreich gestaltet und macht, dass man eben immer wieder neue Sachen entdecken und machen kann. Ich finde, es ist ein sehr schönes Spiel. Es ist so im schon Familienbereich, vielleicht ein hohes Familienbereich, Anfang Kennerlevel angesetzt, weil man wirklich drauf achten muss, oh, wenn ich jetzt das spiele, ist ja dieses Symbol weg, jetzt habe ich das ja gar nicht mehr, jetzt kann ich diese Karte nicht mehr spielen. Aber Übung macht da einfach ein bisschen den Meister. Jetzt müssen wir aber auch drauf zu sprechen kommen mit der Spielanzahl. Das Spiel geht ja von 2 bis 4 Spielern und für uns ist wirklich der Sweet Spot... 1 bis 4 Spieler, entschuldigt. Oh, ja, stimmt, es gibt auch noch Solo. Aber ich finde natürlich, der Sweet Spot hier liegt für uns persönlich tatsächlich bei 2 Spielern. Denn wir haben es zu dritt, zu viert gespielt und da fängt es eben an, das Spiel wirklich sehr, nicht unbedingt knifflig zu sein, aber es ist sehr, sehr glücksabhängig davon, was die anderen Spieler machen. Und oft habe ich dann das Pech, dass ich nicht wirklich mehr diese Karten bekomme, die ich brauche. Und daher finde ich es zu zweit wirklich am besten, kann man auch viel, viel mehr und geschickter taktieren. Genau, weil zu dritt und vor allem auch zu viert hat man zwar nicht 5 Pfeilchen, sondern etwas, also nur 4 Pfeile. Aber trotzdem wird dieser Plan, wo ich mir die Karten raussuche, relativ schnell, relativ voll. Und dann bin ich gezwungen, Karten zu nehmen, die ich eigentlich gar nicht möchte. Und auch am Lagerplatz, wie das Ding heißt, Lagerplan, sind die Aktionen dann oftmals so, dass ich da hingehen muss, weil eben nichts mehr frei ist. Und dann mache ich Aktionen, die mir eigentlich keinen Spaß machen. Deswegen ist für uns das Spiel eigentlich wirklich, wie Maddie gesagt hat, zu zweit top. Da hat es einen super Sweet Spot. Ich kann taktisch Karten suchen, ich kann den Spieler taktisch blockieren. Im Spiel mit mehreren ist es mehr Zufall, bis ich wieder drankomme. Ist die Karte noch da? Sind vielleicht die Plätze, die ich wollte, belegt? Und das hat uns dann, was die Taktik und die Planung anging, ein bisschen weniger gut gefallen. Deswegen, zu zweit hat es uns sehr gut gefallen. Zu dritt geht auch noch. Aber zu viert war es uns dann schon ein bisschen, wobei sich zu dritt und zu viert fast nichts unterscheidet, aber... Die Spieldauer muss man wirklich sagen, weil es wirklich sehr, sehr viele verschiedene Symbole auf den Karten gibt. Man muss immer wieder seine Umgebung beobachten, man muss immer wieder schauen und tun und immer wieder die Strategie ändern, je nachdem, wer welche Karten wegschnappt. Und da dauert es halt umso länger, umso mehr mitspielen. Deswegen von uns definitiv zu zweit richtig top. Wenn das andere jetzt nicht stört, dass es mal länger dauert, dass mal vielleicht ein bisschen was reingepfuscht wird in die Natur, dann auch gerne zu dritt, zu viert. Genau. Ich denke, das war's. Ihr habt so einen groben Überblick bekommen, wie das Spiel funktioniert und wie das Fazit von uns ist. Wenn ihr also was Gemütliches sucht mit 2 bis 4 Spielern, 1 bis 4 Spielern und ihr sagt, ich bin der Downtime nicht abgeneigt, dann auch gerne zu viert. Ansonsten ein super 2-Personen-Spiel, ist ja gerade in der heutigen Zeit sowieso sehr beliebt. Dann schaut euch Meadow mal ein bisschen genauer an, ist wirklich eine Schönheit 2021. Das war's jetzt von hier. Wir sagen vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.